Schusslin, herzlich willkommen zur virtuellen Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Ich begrüße die beiden Trainer Gerd Kiplinger und Daniel Mayer bei mir auf dem Podium und darf dann zunächst den Kommentar an Sie bitten, Herr Kiplinger. Ja, danke. Erstmal Glückwunsch an Eintracht Braunschweig zum Spiel. Ich glaube, wir sind gut ins Spiel reingekommen, erste Halbzeit, waren in Zweikämpfen drin, waren aggressiv, haben gute Laufbereitschaft gehabt. Wir hatten auch in zwei Pfostenschüssen gute Einschussmöglichkeiten, hatten noch einen guten Schuss mit Esswein und auch eine Kontersituation, hätte ich mir vorgestellt, dass wir die besser ausspielen in der ersten Halbzeit. Und was uns halt nicht so gepasst hat, war, dass wir trotzdem auch eine hohe, in der Passqualität nicht so ruhig waren, nicht so berühmt waren. Wir haben die Bälle zu leicht hergegeben. Hätten die Bälle mal besser festmachen müssen, anstatt da immer direkt zu spielen. Und da sind wir halt den Ball auch manchmal hinterhergelaufen. Zweite Halbzeit sind wir nicht so ganz gut ins Spiel reingekommen, waren aber trotzdem gut dabei. Der Knackpunkt war vielleicht auch, dass wir den Konter 2 gegen 1 über Klingmann und Behrens nicht konsequent ausspielen oder das Ding nicht versenken. Und so ist es halt dann umso tragischer und bedauerlicher, dass der Freistoß dann halt in der 88. gepasst hat. Wir wussten, dass der gute Freistöße schießen kann, aber dass er den halt dann so versenkt, okay, gut, das hat dann halt alles dazu gepasst. Vielen Dank, Herr Kleppinger. Daniel, dann dein Fazit zum Spiel, bitte. Erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Das Spiel sah ungefähr so aus, wie man es erwartet hat, wenn man die tabellarische Situation der beiden Mannschaften sieht. Es war ein sehr umkämpftes, sehr fahriges, sehr emotionales Spiel mit vielen Zweikämpfen, mit vielen Unzulänglichkeiten auch, muss man sagen. Für uns ist eben in der Situation einfach entscheidend, dass du so ein Spiel dann gewinnst. Der Zeitpunkt vom Tor ist natürlich für uns ideal gewesen. Es waren vorher unterschiedliche Spielphasen, wo es in die eine oder in die andere Richtung hätte kippen können. Wie gesagt, es war sehr, sehr umkämpft. Und ich habe auch erstmals so in der ersten Halbzeit bei meinen Jungs so durchaus auch Nervosität gesehen und dass man so ein bisschen am Wackeln war und dass man endlich die Ruhe reinbekommen hat. Aber sie haben mit allem, was sie haben dagegen gehalten. Das ist erstmal entscheidend. Wir mussten dann auch aufgrund der vielen gelben Karten schon zweimal auswechseln, haben es trotzdem zu null nach Hause verteidigt und sind natürlich aufgrund des Ergebnisses total zufrieden. Über die Art und Weise brauchen wir, glaube ich, dann in dem Spiel nicht reden. Vielen Dank, Daniel. Dann gibt es Fragen an die beiden Trainer. Kurzes Mikro aktivieren und dann kann es losgehen. Daniel Mauer von der Braunschweiger Zeitung. Also der wird, glaube ich, bei uns intern nicht kritisch gesehen, sondern wenn, dann ist das von außen, weil man sich, weiß ich nicht, irgendwie, weiß nicht, was die Erwartungshaltung ist. Ich finde, dass er ein extrem wichtiger Spieler für uns ist, auch schon die ganze Zeit. Und er heute selig auch das spielentscheidende Element hatte. Das freut mich vor allen Dingen für ihn, weil ich hoffe, dass sich die Wahrnehmung von außen, die vielleicht suboptimal ist, auf ihn auch ein Stück weit ändert, weil er eben ganz entscheidende Dinge für uns macht, aber eben auch oft Dinge, die man vielleicht am Fernseher nicht so verfolgen kann und die auf den zweiten Blick einfach entscheidend sind. Vor allen Dingen gibt er uns eben Stabilität und Ruhe und Halt mit seiner Erfahrung und auch mit seiner Qualität. Und dementsprechend ist die Wertschätzung bei uns schon immer extrem hoch. Wir wollten ihn unbedingt und wir sind froh, dass er bei uns ist. Und ich glaube, er ist extrem selbstbewusst. Na klar, freut er sich über das Tor, aber der braucht keinen Auftrieb. Ich würde gleich anknüpfen bei Brian Behrens, der ist in der Pause drin geblieben. Was hatte das nochmal für einen Grund bei Nico Klaas, was die gelbe Karte? Ja. Bei Brian Behrendt auch. Also wir hatten die Situation, dass wir in der Halbzeit drin waren und Nico Klaas, Brian Behrendt und Umar Diakite, also 3 von 4 in der Viererkette gelb vorverwarnt waren. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass Brian das gehemmt hat. Er war ein bisschen unglücklich in ein, zwei Situationen. Und dann ist halt, wenn du 3 von 4 da hinten vorverwarnt hast, sieht man dann, und da gab es so zum Ende der ersten Halbzeit schon ein paar Szenen, dass sie sich nicht mehr getraut haben, richtig hinzugehen.
gehen, dass sie eher passiver sind. Und ich hatte, so leicht wie die gelben Karten heute saßen, nicht das Gefühl, dass wir in der Konstellation durchkommen. Und ich glaube, dem Kollegen ging es ja ähnlich. Er hat auch in der ersten Halbzeit schon reagiert, weil er auch Sorge hatte, weil zwei Jungs hinten gelb hatten. Und es ging dann einfach nur darum, dass wir ja, in diesem intensiven Spiel eben nicht drei Leute in der letzten Linie haben, die, ja, die nicht mehr in die Zweikämpfe gehen können oder zumindest immer vorsichtig sein müssen. Und das war der Grund. Und ja. Nochmal eine Frage zur Defensive. Jetzt zum dritten Mal in Folge zu Null. Wir haben schon die letzten Male auch darüber gesprochen. Kann das wirklich einfach auch die positive Basis sein, um am Ende den Klassenerhalt einzutüten? Ja, also natürlich ist es die Basis. Wenn du zu Null spielst, haben wir gesagt, vorher bekommst du auch immer was dafür, wobei man heute schon mal ins Verhältnis setzen muss. Erstens mussten wir die Defensive umbauen. Ich war in der zweiten Halbzeit nicht ganz zufrieden, weil Felix und auch Patrick Kammerbauer sich nicht ganz einig waren, wer der defensive Sechser ist und wer nun wirklich auch für die Restverteidigung mit zuständig war. Dadurch hat es eben die ein oder andere knifflige Situation gegeben. Wir müssen ehrlich sein, wir haben sehr intensiv verteidigt heute. Wir haben alles probiert, aber auch nicht fehlerfrei. Und wir haben einfach jetzt in den letzten Wochen das Glück, was wir halt vorher nicht hatten, dass wir die eine oder andere Szene dann überstehen. Auch diese Kontersituation ist ja sehr, sehr unglücklich in der Entstehung, wo sich Kammer und Felix nicht einig sind. Und trotzdem geht eben dann in dem Moment ein Fabio Kaufmann und ein Omar Diakite, die vorne eigentlich auf die Standard gewartet haben, im Vollsprint hinterher und schaffen es dann eben gemeinsam mit Giannis Nicolaou, die Situation dann noch zu verhindern. Aber ja, zwei Pfostenschüsse. Es ist halt so, dass wir im Moment so ein bisschen das Glück auf unserer Seite haben. Und ja, deswegen sind wir halt in den entscheidenden Spielphasen noch mit drin und können es auf unsere Seite kippen. Und das muss die nächsten Wochen so weitergehen. Ich fand es aber heute, ja, sicherlich auch ausgelöst durch die Wechsel, nicht ganz so stabil wie davor. Dann doch vielleicht noch mal eine Frage angeknüpft. Klar, auch dieser Sieg gibt nur drei Punkte. Trotzdem, wie wichtig kann der vielleicht auch wirklich gerade in so einem Spiel gegen den direkten Konkurrenten, dass man jetzt auch mal auf dem Nicht-Abstiegsplatz steht, sag ich mal, für die nächsten Wochen sein? Ja, es ist mental einfach unheimlich wichtig, aber auch tabellarisch. Du musst einfach sehen, dass du gegen die Konkurrenten da unten einfach deine Punkte holst. Wir haben es ja leider nicht hinbekommen, gegen die Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte auch mal ein Spiel auf unsere Seite zu ziehen, auch wenn wir ein paar Mal dran waren. Und umso mehr stehst du unter Druck in den direkten Duellen. Wenn wir heute verloren hätten, das ist dann schon, wäre dann schon schwierig geworden, weil Sandhausen auch das bessere Torverhältnis hat. Und dann bist du drei Punkte dahinter eigentlich vier dann fast, und dementsprechend war es für uns ein enorm wichtiges Spiel. Ich fand, wie gesagt, dass wir so ein bisschen erste Halbzeit auch Nerven gezeigt haben, aber am Ende, und das ist die Qualität, die ich meiner Mannschaft ja auch immer wieder nachsage und die sie auch immer wieder unter Beweis stellt, sind wir dann eben in der Lage, drin zu bleiben, uns wieder zu fokussieren und in der entscheidenden Sekunde da zu sein. Und das ist eine Qualität, wo wir auch in den letzten Wochen, auch als es schlechter lief, immer wieder gesagt haben, dass wir komplett davon überzeugt sind, dass wir am Ende drin bleiben, weil wir eben dann genau in den Situationen komplett da sind. Weitere Fragen? Das sieht da zumindest nicht so aus. Dann habe ich noch eine an Sie, Herr Kleppinger, von den Kollegen von Sky. Es geht um die Situation in der 44. Minute. War das aus Ihrer Sicht ein Foul unseres Torhüters an Behrens? Wie haben Sie die Situation gesehen? Ich war zu weit weg gewesen. Ich muss mir das im Fernsehen nochmal anschauen. Von daher kann ich das jetzt nicht beurteilen. Also ich war zu weit weg. Ich weiß nicht, ob er die Hand am Oberschenkel hatte oder nicht. Und von daher, wie gesagt, ich kann nichts dazu sagen. Dann sage ich vielen Dank, wünsche unseren Gästen eine gute Heimreise und Ihnen allen noch einen schönen Sonntag.